Soße, oder? Oh, Frau. Freunde, ich habe einiges Wildes vorbereitet, es ist Valentinstag. So, ist gleich mit dem Hund wieder da. Und jetzt gleich wird sie überrascht. Ich war noch nie so romantisch in meinem Leben. Gott, 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 Gott. Hallo. Hallo, Mann. Hallo. Was ist denn hier los? Was machst du? Das hast du jetzt nicht. Alles Gute zum Valentinstag. Oh, nee. Du musst einfach sind nur. Ist das echte? Folg doch einfach nur den Weg. Aber warte, bevor du den Weg folgst, müssen wir kurz was anderes machen. Ich hab noch nicht das richtige Outfit, Achtung. Okay. Es ist so süß. Ja, das ist doch schon ganz okay. Aber ich sag ganz ehrlich. Wenn ich draußen unterwegs bin, bin ich ja noch nicht sicher. I love my hot girlfriend, so please stay. Damit wir auch draußen sicher sind. Ja, das ist gut. Folge doch einfach mal der Spur. Was ist das hier, Moritz? Paradies. Ich würde sagen, öffne doch mal dein iPad. Hä? Entsperr doch mal dein iPad. Nein. Da muss er stehen. Die Arme. Was ist das? Und warum die fucking Bild von mir in der Hand? Warte mal, das ist kein Foto, ne? Das ist ein Video. Nein. Spiel ab. Nein. Was ist das? Los, spiel ab. Liebe dich, Siri. Liebe dich, Siri. Alles Gute zum Valentinstag. Nein, die tanzen jetzt nicht noch. Was ist das denn? Oh Gott, das ist cringe. Was macht er da? Was ist das? Das ist so unangenehm. Das haben die nicht wirklich gemacht, oder? Was machen die da? Oh, das soll. Oh, das soll. Nein. Alter, Zoe ist die geilste der Welt. Das haben die da auch. Ich bin hier selber im Baum. Okay, Scheiß, oh, das war schon mal toll. Es ist so heiß hier in diesem Raum. Weil ich halt hier dabei bin, ne? Ich würde sagen, schau doch mal hier. Hast du das nicht gesehen? Das riesige Herz ist nicht aufgebaut. Das ist süß. Ja. Warum bist du so romantisch geworden? Also pass auf, das hier sind so Tabletten, wenn es hier traurig ist. Immer eine öffnen, da sind immer so süße Sachen drin. Ach so. Da steht immer was drin. Hast du das da reingeschrieben? Ja. Ja, ja. Und du hast das wirklich Mann, du hast das ja wirklich da reingeschrieben. Was stand da? Nein, das ist cringe. Das ist sehr cringe. Das ist sehr cringe. Hast du noch den Heiratsantrag noch nicht gesehen? Ich habe noch einen Antrag. Oh Gott. Wir gehen direkt ein bisschen weiter. Geht zu weit. Was ist das? Was ist das, Moritz? Weiß ich nicht. Ist das ein Ring? Wer weiß. Oh nein, das ist weird. Ich will keinen Ring. Ah, es ist kein Ring, zum Glück. Das ist so eine Herzenskette. So. Jeder kann eine Hälfte haben, weißt du? So. Das ist so schön. Und dann... Nur noch die Backe, ich krieg nur die Backe dafür. Also nein, natürlich. Ich dachte, nicht, dass du was Süßes holst. Danke, Mori. Jeder kann eine haben. Ah, du musst das aufbrechen. Ja, das ist so ein Ding. Okay. Nein, das muss man nicht aufbrechen, oder? Geht langsam. Ja! Juhu! Ich weiß noch nicht genau, wie ich das tragen werde. Spaß. Was? Dann geht's zu weit. Zieh's ja jetzt an. Das ist meine fucking Hose. Ich weiß nicht, das sieht lustig aus. Ich werde heute den ganzen Tag das Shirt tragen, ne? Ja. Yeah. Bei meinen Eltern. Jo, auch bei den Eltern. Oh, süß. Ist schon? Danke. Die ganze Nähe. She drives them crazy when she's looking like that. The way she's moving makes them want it so bad. Ja, das ist doch schon ganz cool, aber irgendwas fehlt doch hier noch. Das ist schon eine lustige Überraschung, aber es ist noch lange nicht die krasseste Valentinstag-Überraschung. Und ja, ich habe euch noch nicht ganz die Wahrheit gesagt. Diese Aufnahme hier ist nämlich nach der Überraschung entstanden. Hier hängt auch eine Schaukel im Hintergrund, die auch was mit der Überraschung zu tun hat. Denn Freund Zoe hat auf einmal die Idee gehabt, eine Schaukel im Wohnzimmer aufzuhängen. Keine Ahnung, fragt mich nicht warum, wir haben einfach Langeweile. Und mit dieser Schaukel ist die krasseste Überraschung zustande gekommen, die ich mir hätte vorstellen können. Ja, wir werden das jetzt hier einfach im Wohnzimmer eine Schaukel aufbauen. Es passt hier wirklich gar nicht rein. Also wir haben jetzt mal wirklich überlegt, es ist einfach total dumm alles, aber scheiß drauf, wir machen es einfach jetzt. Ja. Junge, der Kameramann ist einfach mal kurz. Kameramann mal kurz. Und wir haben eine Schaukel im Wohnzimmer. Ja. Und sie hängt so unglaublich kacke. Ich mach den ersten Test. Erklär, dass installiert er nervös
wird das? Hält es. Was war das, Bruder? Was war das? Oh, das. Alter! Na warte, geh runter, geh runter, geh runter. Oh! Das löst sich gerade. Wirklich? Das löst sich! Ja. Ah! Nein! Oh, das löst sich wirklich. Alter, what the fuck? Oh mein Gott! Nachdem wir dann gemerkt haben, dass wir die komplett falschen Dübel gekauft haben, haben wir dann nochmal alles neu installiert und dann hat die Schaukel auch gehalten. Aber Freunde, mir kam währenddessen eine Idee und ich weiß nicht, Leute, ich bin einfach komplett geisteskrank, es tut mir leid. Ich kann mir meine ganzen Sachen, die ich mache, nicht erklären, aber ich habe einfach durch die Schaukel eine Idee bekommen. Ihr seht selber. So, Freunde, die Schaukel hängt jetzt auch endlich sicher, hoffentlich. Wir testen jetzt so rein da. Soll ich jetzt erst kurz? Ich habe Angst. Oh Mann. Ja. Juhu! Ein Jump, ist geil, ne? Das ist so witzig im Wurzeln. Das ist so lustig, aber kannst du auch... Spring! Weißt du, woran mich so eine Schaukel erinnert? Irgendwie? An so ein Horrorfilm. Nein, wie erinnert so eine Schaukel? Kennst du das nicht nur in so, weiß nicht, so in so Paradies? Wenn du so auf so einem Strand bist und dann so... Oder bei einem Horrorfilm, wenn die Schaukel dann so... Es ist alles so dunkel und nur noch so... Nein, ja oder so. Aber nein, aber kennst du das nicht, wenn du so paradiesische Sachen hast? Ja, auch geil. Stell dir vor, wir würden einfach mit dieser Schaukel in so paradiesischen Dinge drum schaukeln. Geil. Leute, wollt ihr, dass wir die Schaukel... Nein, nein. Stell dir mal vor, wir würden mit der Schaukel in so einem paradiesischen Ding rumschaukeln. Sehr toll. Und stell dir mal vor, dass ich einfach mal ganz spontan sagen würde, dass wir nächste Woche da schaukeln werden. Hä? Und dass ich gerade. Ganz spontan. Ich verstehe gerade nur Bahn. Dass ich ganz spontan einfach. Nein. Nächste Woche in die Malediven fliegen werden. Echt? Wir fliegen nächste Woche, alles ist schon gebucht. Oh, die warum? Weil ich mit dir dahin will und wir doch nicht dahin wollten. Suse. Oh, Frau. Eine ganze Woche in den Malediven werden wir sein. Oh nein, du Suse. Ich werde so schon werden. Warum? Die Flüge sind gebucht, alles ist gebucht. Wir fliegen nächste Woche ab. Nach Karneval geht's los. Hä, deswegen hast du mich gefragt, wann ich keine Zeit habe? Ja. Viel hat's gekostet. Das darf ich dir echt nicht sagen. Das kann ich wirklich nicht sagen. Morty. Kein Problem. Warte mal, schenkst du mir das überhaupt? Ja, ich schenke dir das. Ach so, ja, hier, gib mal das Geld. Ja! Und die Malediven! Deswegen haben wir das mit der Schaukel gemacht. Ich bin, darf ich kurz was sagen? Ja. Ich war eben. Nein, aber bitte. Nein, das war so. Ich wusste nicht, dass du das gebucht hast. Ich dachte gerade schon. Aber ich war eben am Schneiden von meinem TikTok. Nein. Habe ich da drüber geguckt und dann waren da halt so mehr Bilder. Aber ich bin nicht mehr in den PC gegangen. Oh mein Gott, ich wusste es. Ich wollte es fast schon ausmachen. Aber ich dachte, weil du hast ja auch schon. Wir haben ja gestern drüber geredet. Ja, genau, deswegen dachte ich. Ihr müsst euch überlegen, ich habe den jetzt einfach spontan noch gebucht, weil ich einfach Bock habe, jetzt da hinzufliegen. Das ist einfach so krank. Ich könnte mir halt niemanden vorstellen, mit dem ich lieber hingehen würde mit dir als mit dir. Und ich wollte halt unbedingt, weißt du? Das ging schneller als der Blitz, viel größer als gedacht. Denn mit 130 Klicks dachte niemand, dass ich schaffe. So, jetzt würde ich sagen... Ich hatte immer so ein Video von mir an, aber es ist total die Folterung irgendwie. Oh, Folterung.